Ein strahlender Cheftrainer an einem Mittwochmittag. Und der Grund der guten Laune, der sitzt direkt neben ihm. Christian Aichner. Bis zum Saisonende wird er die Defensive des MSV verstärken. Ein zähes Ringen sei es laut Baumann gewesen, mit einem guten Ende. Aichner sei ein kleiner Baustein, der noch gefehlt hätte und ein großer Mehrwert für die Mannschaft. Und auch der gebürtige Badener ist zufrieden mit der Entscheidung. Trotz Angeboten aus der zweiten Liga fiel seine Wahl bewusst auf Duisburg. Ja, einfach weil das, wie man so schön sagt, das hört man im Fußball immer, das Gesamtpaket gepasst hat. Das trifft aber leider Gottes immer so zu. Das sind so verschiedene Parameter, die für jeden Spieler wichtig sind. Und ja, bei mir ist es sicherlich, dass ich mich wohlfühlen muss, dass ich das Gespür haben muss, dass man auf mich baut, dass man mir vertraut. Und dann gebe ich den Leuten oder versuche ich den Leuten zumindest all das wieder zurückzugeben. Und das ist für mich sicherlich hier gegeben gewesen in tollen Gesprächen. Und deshalb habe ich mich für den Schritt nach Duisburg entschieden. Und der war gut und kam ein halbes Jahr nach dem Aus für Aichner beim 1. FC Köln wohl zur richtigen Zeit. Denn die Sorgen um die Fußballkarriere wurden immer größer. So groß, dass der Gedanke, den Fußball komplett aufzugeben, bald kein flüchtiger mehr war. Ja, der war konkret bei mir. Also einfach in der realistischen Annahme, dass halt im Sommer nicht übermäßig viel da war, wo ich jetzt irgendwie 20 Sachen hatte zur Auswahl und im Winter halt logischerweise das auch immer schwer ist, unterzukommen, muss man sich, finde ich, als normaler Profi heutzutage auch über einen Plan B immer Gedanken machen, vor allem wenn man mal so die 30 erreicht hat. Doch Plan B steht nun erst einmal hinten an. Aichner stopft eine große Lücke, die nach den Ausfällen von Jens Wissing und Sascha Dum Sorgen bereitete. Nach der Verpflichtung von Aichner ist Baumann nun froh, die gesamte linke Verantwortung nicht länger auf den Schultern von Maximilian Gül abladen zu müssen. Aichner wirkt bereit und motiviert. Ein halbes Jahr Vereinslosigkeit ließen den 31-Jährigen nicht untätig sein. Ja, ich hab selber auch für mich natürlich was getan, mich fit gehalten, hab in einer Mannschaft trainiert hier in meiner Heimat. Und habe mein Studium gehabt und natürlich über allem die Familie, die natürlich dich auch in Beschlag nimmt, wenn der Papa daheim ist. Und von dem her war es, also langweilig war es mir nicht, aber natürlich haben dir solche Dinge wie jetzt heute Morgen in der Kabine extrem gefehlt. Zurückhaltend, bescheiden und bodenständig zeigt sich Aichner. Auf eine Karriere als Profi hatte er sich daher nie verlassen. Nebenbei studierte er, mittlerweile Sportmanagement per Fernstudium. Trotz alledem, sein Herz schlägt einfach für den Fußball. Ja, morgens in die Kabine zu kommen und vielleicht über irgendwelche Dinge zu quatschen, die ja auch nicht immer mit Fußball zu tun haben, sondern abseits des Platzes. Und das ist einfach viel, viel toller, das in der Gemeinschaft erleben zu dürfen oder auch mal andere auf den Arm zu nehmen oder selber auf den Arm genommen zu werden. Das sind einfach Dinge, die dir am meisten abgegangen sind. Aichner scheint bereits in Duisburg angekommen. Ob er am Samstag gegen Chemnitz aufläuft, man darf gespannt sein. Bereit dafür, sagt er, wäre er jedenfalls. Mannschaftsfoto für die MSV-Damen. Für ein größeres Presseaufgebot sorgte am Mittwoch das Mannschaftsfoto der MSV-Frauen. In ihrer Hüttenheimer Spielstätte präsentierten sich die Spielerinnen in ihren neuen Trikots. Man fühlt sich dazugehörig, ne? Also vorher war es halt eben noch, war noch nicht so wirklich ausgestattet. Jetzt haben wir Trikots, wir haben eine Jacke und da muss man sagen, wie eben schon gesagt, dass wir stolz sind, jetzt dazuzugehören und dass es jetzt halt alles offiziell ist und wir jetzt nächste Woche loslegen können und für den MSV spielen können. Vom Fototermin ging es für die MSV-Frauen in blau-weißer Kluft direkt auf den Platz. Hier stellten sie sich in einem Testspiel Twente Enschede. Nach einem Rückstand von 2 Toren schlug der MSV die niederländischen Frauen mit einem 4:2. Knapp 200 Zuschauer kamen zur Partie nach Hüttenheim. Dum in Bochumer Klinik operiert. MSV-Linksverteidiger Sascha Dum musste sich am gestrigen Mittwoch in der Viktoria-Klinik in Bochum eine Operation am Rücken unterziehen. 3 Stunden dauerte der Eingriff. Dum wird noch mehrere Tage in der Klinik bleiben müssen. Laut Verein ginge es ihm aber soweit gut. Wie der weitere Heilungsprozess ablaufen wird, lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen. Bereits vor seinem Wechsel zum MSV musste der 27-Jährige 2-mal an der Bandscheibe operiert werden. Vor dem Training am Mittwoch schickte die Mannschaft Genesungsgrüße an ihren verletzten Mannschaftskollegen. Für Dum ist die laufende Saison mit der Operation vorzeitig beendet. MSV-Fußballfrauen bleiben im PCC-Stadion. Bis mindestens 2015 wird das Frauenfußballteam des MSV ihre Heimspiele weiterhin im PCC-Stadion des VfB Homberg austragen. Die Zebras und der VfB haben sich auf eine entsprechende Vereinbarung geeinigt.
Zum ersten Bundesliga-Heimspiel der Frauen in Zebrastreifen lädt der MSV zum Schnuppertag nach Homberg. Bei der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag, den 16. Februar, können dann alle Fans, Mitglieder und interessierte Fußballfreunde kostenlos im PCC-Stadion vorbeischauen. Weiterhin gültig sind für die Heimspiele der MSV-Frauen für die laufende Saison erworbene Dauerkarten des bisherigen FCR Duisburg.